Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Erklärvideo, wo wir euch zeigen, wie man mit Bügelperlen einen Schlüsselanhänger bastelt. Als erstes sucht ihr euch ein Muster aus, das ihr mit den Bügelperlen nachlegen wollt. Dies tut ihr am besten auf einem Steckbrett, so wie hier im Video, damit auch nichts verrutscht. Solltet ihr mit eurem eigenen Muster fertig sein, gehen wir dann zum nächsten Punkt über. Als nächstes kommen wir dann zum Bügeln. Als erstes legt ihr ein Stück Backpapier über eure Perlen, damit sie nicht am Bügeleisen kleben bleiben. Danach geht ihr mit dem Bügeleisen für ein paar Sekunden mit etwas Druck über die Perlen, bis sie zusammengeschmolzen sind und fest bleiben. Solltet ihr damit fertig sein, zieht ihr einfach die Perlen vom Steckbrett, dreht alles nochmal um, legt noch eine Folie Backpapier drüber und bügelt nochmal für einige Sekunden über die andere Seite. Solltet ihr auch damit fertig sein, zieht ihr das Backpapier ab und lasst eure Bügelperlen ein wenig abkühlen. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt über. Als letzten Schritt befestigen wir die Kette. Dafür nehmt ihr euch einen Biegering und steckt diesen durch ein Loch, was entweder noch von den Perlen übrig geblieben ist oder ihr mit einer Nadel hineinstecht. Solltet ihr das geschafft haben, nehmt ihr euch die Kette, legt diese in den Biegering und schließt diesen mit einer Zange. Und damit sind wir fertig. Nun habt ihr mit Bügelperlen einen Schlüsselanhänger nach eurem Muster gebastelt. Danke fürs Zusehen und euch noch einen schönen Tag. Tschüss!